Dann soll die heiter werden. Nö, heiter, heiter, papaycha. Genau, wir müssen hier was? Porzellan? Porzellanstein? Ich habe schon Porzellanstein gelesen. Was für ein WC oder was? Für eine Toilette? Da kann man gut reinschiffern oder was? Schippern oder was? Ich denke mir da manchmal aber sicher geht's ein bisschen durch. Riech ich zu viel? Rede ich zu wenig? Ich habe keine Ahnung. Gut, müssen wir eben noch eine Blumenpflanze. Blumenpflanze, natürlich. Eine Blumen. Wo gehe ich denn hin? Eine Blumenvase hinstellen irgendwie? Das kann ja nicht sein. Das sind ja auch nicht generell. Monster, haben wir irgendwo Kisten im Inventar? Kisten bei Holz? Nö, nee, natürlich nicht. Wie soll man auch hier Holz hin haben? Bumm. So. So rum. Zwei Kisten ist sehr schön. Und weil ihr wisst, was auch schön ist, Freunde, wenn sich zwei Personen treffen und sich lieben lernen. Naja, das ist generell auch noch sehr schön. Aber das mit Pan und Gronk, das ist schon. Naja. Man muss immer. Öffentliche Personen werden immer ausgereizt und generell auch ausgegrenzt. Ich kann es verstehen. Ich bin zwar ein kleiner YouTuber und generell auch nicht sehenswert. Natürlich nicht sehenswert, wer will mich schon sehen? Niemand hier. Niemand! Wieso habe ich denn 8000 Abonnenten? Das frage ich mich immer. Ich habe 8000 Abonnenten, aber mich guckt kein Mensch. Was ist denn los mit euch? Abonnenten, abonnieren die mich oder ihr mich oder du mich? Weil ihr Mitleid habt oder was? Mitleid meiner Frisur? Die heute nicht mal gewaschen wurde? Jetzt habe ich gesagt. Natürlich wurde heute nicht gewaschen. Heute Sonntag. Gestern war ich ja, gestern. Gestern, ja. Gestern. Ein Ei, natürlich ein Ei, 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 Ei. So, schmeiß das hin, dann kommt ein. Gut, es kommt kein Ding raus. Das wäre auch doof gewesen. Hier unten noch ein Zuchthaus, Zuchthaus aufzubauen. Das wäre nicht gut gekommen, Freunde. Das wäre echt genial. Oh, hallo, Trutenhamp. Trutenhamp? Ja, hallo. Na gut, Freunde, hier ist Live-LP wieder mal im Chat, die ausgeblendet ist. Wenn ein Live-LP ist, ist ihr wieder Hammerzeit angesagt. Da geht wieder die Flöten, die Lunze geht wieder durch. Aber ich denke mal hier, generell ist ja hier eine schnuckelige Lage und wir haben auch nicht zu viel offen. So, wir haben nichts mehr im Inventar. Das gefällt mir eigentlich generell sehr gut. Wir haben aufgeräumt. Draußen ist auch wieder schön Tag, hell und nicht zu grellig hier. Oh. Was, alles ein? Nee, alles Ei. Ihm, Ei. Naja, also ich. Mein Freund aus dem Stream, Trutenhub. Hub. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Das ist generell doof. Namen kann ich eh nie aussprechen. Das ist so, wie man chinesische Wörter aussprechen könnte. Wenn du mal ein Ei sehen willst, Freunde. Komm mal mit, komm mit. Hier, komm mal mit. Dann möchten wir hier auf Party gehen. Dann können wir hier kurzerhand. Hier überhaupt ein leeres Haus hier. Das ist ja alles schön und gut. Und ich glaube, das ist jetzt die Folge auf YouTube. Wird das die Folge 185 sein oder so? Keine Ahnung. Ich habe aber generell sehr lange Pause gemacht hier von YouTube. Von YouTube. Ich sag von YouTube. Was Eier hier? Nee, nicht meine zwei. Ich habe mehrere Eier sogar. Und zweideutig ist hier nichts. Zweideutig denken ist. Dreideutig denken ist zweideutig besser. So, hier sind die Eierparaden, ne? Ist ja alles klar. Oh, hallo Hühner! Na, wie geht's denn so? Ich wäre eigentlich generell dafür, wenn es ein Live-LP ist, ist alles ausgeblendet von Alerts und Streams und alles. Aber wenn man am Samstag, also ich hätte theoretisch gesehen gestern einen Stream gemacht, habe ihn aber nicht gemacht wegen privaten Dingen. Ja, ich habe auch einen privaten, das geht generell auch vor. Was haben wir hier vor? Na, das sind ja meine süßen, süßen Kinderlein. Alles meine. Und ich schmeiß sie gerne irgendwie um. Na, guck mal an. Nee. Das sind irgendwie. Oh, wieder ein Kind geboren. Meine Kinder sind generell ein bisschen älter. Ich bin ja fast schon. Darf man das eigentlich sagen? Ich habe zwar. Naja, ich habe nicht damit angefangen. Aber generell bin ich auch. Ich weiß nicht. Man sagt immer wieder Leute. Oder generell auf YouTube und in Social Medias. Man kopiert jemanden. Aber das kann nicht sein, wenn jemand ein Spiel hier macht, YouTube oder generell Twitch, ist so riesengroß von Nutzern und von Producer, da ist es einfach so, man kann sich nicht immer alles eigensinnig, man hat immer wo irgendjemand, der das schon gemacht hat.
das geht ja einfach nicht. Und generell ist es ja so, dass wir hier alles Kinder haben. Ich frage mich generell, ob wir hier das alles noch machen können. Also bewirtschaften können. Und das ist ja unsere Familie. Und ich weiß ja nicht, irgendwie die Musik ist gerade vollends laut bei mir auf dem Kopfhörer. Aber meine Stimme ist immer noch lauter. Meine Stimme ist echt männlich. Ich glaube nicht, aber generell. Oh, wieder. Ist wieder Schorzeit hier? Nö, noch nicht so ganz, ne? Dann haben wir es gemeinsam. Ich bin auch. Ich würde fast 13. Das habe ich schon. Warte mal, seit wann habe ich das? Das habe ich, glaube ich, seitdem es. Was ist da das alte mit dem YouTube? Eigentlich, du darfst erst ab 13 YouTuber sein oder YouTube machen. Gibt, glaube ich, auch jemand oder eine Frau, die damals mit, glaube ich, 12 oder 11, 12 Jahren irgendwie schon eine Million oder 100, ich weiß nicht, irgendwas, eine riesengroße Zahl hatte damals. Und die wurde den Award oder so für, glaube ich, gibt es aber 100.000 oder generell so irgendwie einen Award zugeschickt bekommen. Wenn ihr reden bitte? Nee, das ist ja ganz wenig, mein Freund. Wir sind hier auf einem guten Gewissen und... ich... Weniger reden, bitte. Wieso soll ich weniger reden? Ich bin so... Du sollst mich mal mit deiner Familie am Küchentisch erleben. Da rede ich Monologe. 2000 Jahre lang. Ich habe nicht... Meine Eltern und Schwester hat schon ausgegessen und ich... Teller voll. Natürlich, klar. Aber was willst du machen? Haben wir hier irgendwie... Ja, also ich bin seit 5 Jahren auf YouTube und rede die ganze Zeit so. Ja, am Anfang hatte ich ein bisschen weniger gedacht und weniger rumgequasselt. Aber das ist auch meine Anfangszeiten. Dein ganzes Leben erzählen? Nö, will ich gar nicht. Das ist, oh Mann, meine knapp 21 Jahren, da brauchst du generell sehr viel. Was haben wir hier überhaupt? Stickies? Nee. Mein ganzes Leben, oh, da kann ich anfangen. Wie war das am Anfang? Oh, da war ich noch in der ganzen guten, dunklen Höhle von Vati. Dann wurde ich irgendwann rausgeschickt in die große, weite Welt zu Mutti rein. Und ach, das ist schon lange gewesen. Wo haben wir denn hier das Glas? Haben wir irgendwo das Glas hier liegen gelassen? Ist irgendwo, hier irgendwo, Glas? Ich, hier Glas, gut. Ich muss ja mal die Kisten umsortieren. Das ist generell sehr schön. Da bin ich wieder, ach, es ist einfach so komisch. Bei Minecraft... Da laber ich mal, also um diese Uhrzeit natürlich, laber ich irgendwie Leute voll. Aber generell am Morgen, ich habe heute Morgen Assassin's Creed Syndicate sag ich schon, habe ich schon längst aufgehört. Was war das? Genau, ich habe Black Flag auf der Wii U damals vor 3 oder 2 Jahren angefangen zu Let's Playen. Und ich habe jetzt mal wieder weitergemacht. Nach 2 Jahren Pause. Da wusste ich nichts mehr, wo wir waren, keine Ahnung mehr. Das war generell sehr schön. Mein Leben, das ist, man könnte eigentlich noch generell erzählen, wo man da war. Was soll ich überhaupt machen? In Spaten? Nee. Ach, so war hier, ne? Dann wollen wir hier, also, man hat mir auch schon gesagt, ich will jetzt nicht schleimen, aber man hat mir auch schon gesagt, in einem Stream, es war, glaube ich, wann war das? Ich habe keine Ahnung mehr. Heidewitzka, das war schon 10.000 Jahre her. Ich streame jeden Samstag und... Ja, jeden Samstag mit Ausnahmefällen natürlich. Und da war es... Oh ja, doof. Da war es ja einmal so, mir hat... Oder ja, 2, 3 Leute haben gesagt, erstens, ich wäre der beste Schweizer YouTuber. Ja, ich bin Schweizer. Man hört es vielleicht nicht. Und man darf ja auch mal stolz sein auf seine Nation. Ist ja manchmal so, wenn du als, sag mal so, als Schweizer und Deutsche... sozusagen generell immer wieder stolz auf deine Nation bist, heißt entweder Judenhasser oder irgend sowas in der Art oder so eine Dreh rum oder wie so, was, du bist stolz, Schweizer oder ja, irgend sowas und das Amerikaner kannst die Flagge einfach so in die Hände halten und nichts dazu machen und generell boah, kannst du einfach los mampfen, dann wird dir niemand böse, aber als, naja, also das Länderdreieck Österreich, Schweiz, Deutsch. Da wird einem schon ein paar Sachen an den Rücken geworfen. Generell an den Kopf sozusagen. Das ist eigentlich generell nicht schön. Aber was will man da machen? Was will man da machen, Freunde? Drauf los scheißen? Nee, das geht nicht. Ich habe ja auch noch WLAN. Das ist ganz skurril. Ich habe ja WLAN.
Wie ein AC oder was? Nö. Was habe ich hier das ausgemacht? Natürlich, ich bin da ganz doof. Ich bin da wirklich der doofste Mensch der Welt. Das kann mir niemand weiter sagen. Nee, da will ich gar nicht mehr weg hier. Weg, 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 weg. Lade, lade, lade hier, lade. Komm, nee, mach schon. Oder Jahre hier. Ach nee, jetzt bin ich schon wieder zugequasselt hier. Was hier? Ach so. Wieso habe ich hier wieder. Zu viele Follower hier, also was im Start. Ich bin live. Danke sehr. Danke sehr, ich bin live. Das habe ich nicht gewusst. Das ist mir neu. Ich bin live. Jo, du bist live. Yo, Bro, Mann, hey. Ich bin live. Und das ist nicht so schwer und so schlimm. Hätte niemals gedacht, dass man hier. Was? Stream-Apps? Wie? Ich nehme ein OBS auf. Was will er mir denn Stream-Apps vorraten? Stream-Apps? Auch mit der. Nein. Und aber Media ist ja auch keine Sache hier. Na gut. Wir könnten eigentlich die sehen, die hier wir zusammen. Ein Let's. Nee, das wäre doof. Wäre echt doof. Ein Let's Play in einem Stream anschauen. Das. Ich weiß nicht so genau. Können wir skypen? Wie jetzt? Skype. Habe ich überhaupt Skype installiert? Das ist die nächste Frage. Skype herunterladen. Abend, ah, na gut, hallo. Was geht denn so ab, Freunde? Ne? Skypen können wir leider nicht. Ich habe das nicht installiert. Ich habe den Computer noch aufgesetzt und daher eher weniger. So. Sieht eine Walachei hier irgendwo im Nirgendwo. Es ist wieder abends geworden, meine Freunde. Ich war hier kurz irgendwie weg und dann war es wieder Soße oder was. Man sieht hier nichts mehr. Muss hier wieder Tag werden lassen. Tag. Das kann ja so. Tage können ja manchmal verschwinden. Man kann ja generell. Ich habe auch jetzt letztens. Sozusagen. Es war heute. Ja, heute ist eigentlich gestern und gestern. Nee, heute ist gestern und morgen. Ja, morgen, Abend, wie auch immer, Freunde. Da geht schon klar. Wir haben es ja heute nicht so generell mit der Zeit. Durch Zufall? Ja, ich kam auch durch Durchfall hierher. Durch Durchfall ist immer so. Ja, Live-Let's Player als von Minecraft. 2 Jahre, 3 Jahre Pause gemacht. Ich habe keine Ahnung. Da bin ich auf jeden Fall auch durchgeflutscht hier. Und ich hoffe, man wird sich ein bisschen kennenlernen. Ich weiß, kennenlernen auf Social Medias, das ist nicht so. Aber generell möchte ich damit, ich sag auch nicht generell Fans. Weil auf YouTube mit 8000 Abos, da ist man noch ein ganz kleiner, also. Als ich angefangen habe vor 5 Jahren mit YouTube. 5? Nee, das war schon lange. Also mit dem aktuellen Kanal 5 Jahre. Das war, oh, was war mein erster Kanal? 2008? 2007? Da war ich nur kleine Knips mit zwei. Warte mal kurz. 2007, das war vor 9 Jahren. Kann das sein? Mit 11? Nee, mit 12 habe ich angefangen vor 8 Jahren. Aber da war, da war noch Game, da waren noch urheberrechtliche Sachen dabei. Da war nicht, nicht schön da. Damals alles gestrikt. Ich spiele nicht privat, aber auf einem Let's Play sozusagen. Für Leute, die ich kenne und schätzen gelernt habe in den langen Jahren auf YouTube. Lade ich sie gerne mal ein auf einen schönen runden. Generell. Leckt sie überhaupt? Ein Leck hier! Meine Güte, Freunde! Minimum 2! Nee, ich hab's auf 100 FPS hier begrenzt. Finde ich eigentlich generell sehr schön. Und der Chat übrigens hier, für alle, die neu hier sind, auf dem Stream. Ich habe auch theoretisch einen Chat-Overlay, weil alle jeden Samstag theoretisch gesehen. Ausfälle nicht eingeplant, würde ich streamen. Oh, Musik vorbei oder was? Was? Wie? Was? Musik ist aufgehangen? Ah. Der Player hat sich aufgehängt oder was? Der Player hat sich aufgehangen, natürlich, klar. Was denn sonst? Oh. Oh. Musikplayer weg und dann wieder hier, natürlich, klar. Was denn sonst? Oh. Ach, zum Glück. Ach, du schon wieder hier Player-Absturz. Und ich habe ja auch letztens oder heute immer gesehen, auch bei Grongo, der gute alte Herr. Der hat ja generell ein bisschen Probleme mit. Oder. Aktuell hat Twitch immer ein bisschen Probleme heutzutage.
Ich weiß nicht, ob mein Stream überhaupt flüssig rüberkommt. Ich habe hier zwar 0 verworfene Frames, aber es kann ja generell auch sein an Twitch, dass man hier irgendwie mal 2 Frames oder so hat.